Matthew, schau mal. Ich habe ein Radio gefunden. Das scheint in Ordnung zu sein. Mal sehen, was wir hier haben. Eine Holzhand, ein alter Baum, einige Kerzen. Oh krass, was ist das denn? Wow, das gibt's ja nicht. Ich glaube, das ist ein Boogieboard. Tina, guck mal. Was? Oh, das ist ja fantastisch. Ich möchte auch sowas Cooles. Ich muss weitersuchen. Hier muss es doch noch was geben. Och, nichts in dieser Kiste. Vielleicht hier drüben? Nein, den Donut möchte ich nicht. Warte, wow. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein Schlauchboot. Vielleicht auch ein Fluss. Oder ein Pool. Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Schritt 1, mit einer Fahrradpumpe das Ding aufpumpen. Ich muss weiter pumpen. Uff, das ist harte Arbeit. Okay, für den nächsten Schritt muss ich an meinen Rucksack ran. Kommt, ihr Süßen, ab in den Kinderpool mit euch. Jawohl, alle. Los, 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 wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Was zur Tina? Wieso hast du so viele Süßigkeiten dabei? Warte mal, Tina, denkst du, was ich denke? Hier, setz den Helm zur Sicherheit auf. Angeschnallt. Geronimo, wow, hat geklappt. Ich bin voll im Süßigkeitenpool gelandet. Matt, jetzt bin ich dran. Schau zu. Hey, du hast es geschafft, Tina. Verdammt richtig. Ich hab's geschafft. Lass uns feiern. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Reisetasche. Komm da raus. Was machst du? Oh. Autsch. Wow, was ist das? Cool, oder? Lass uns mal reinschauen. Da könnte was Cooles drin sein. Oh, ha. Oder eine Menge Müll. Hey, warte mal. Ein Lolli. Der sieht lecker aus. Oh, Matthew. Sowas macht man nicht. Egal, ich habe Stifte gefunden. Viel Spaß damit. Ich kümmere mich um diese Lampe. Das Wichtigste zuerst. Dieser klapprige Lampenschirm muss ab. Jetzt drehe ich ihn um und mache etwas Heißkleber drauf. Muss nicht viel sein, nur ein Tropfen. Da klebe ich dann den Trinkhalm dran. Aber zuerst schneide ich ihn auf die richtige Länge des Lampenschirms. Perfekt. Das habe ich dann noch mit anderen Farben gemacht. Das ist ein echt schöner Lampenschirm geworden, oder nicht? Okay, dann setzen wir ihn mal auf die Lampe. Mal sehen, wie sie leuchtet. Wow, die ist echt toll geworden. Hey, Matthew, schau mal. Ich habe ein Bild von dir gemalt. Hä? Oh, sehr witzig. Und ich habe diese Lampe gemacht. Wow, du hast die gemacht. Total cool. Aber ich denke, es geht noch besser. Ich zeig's dir. Ich muss nur ein bisschen malen. Fertig. Ich habe einfach das Klebeband bunt angemalt. Hehe. Schau dir das an. Das passt perfekt zu deinem Lampenschirm. Wow, du bist genial, Tina. Ich rufe Verstärkung. Diese Torte sieht köstlich aus. Hä? Wer ruft mich denn jetzt an? Hey, bist du da? Ich habe einen Job für dich. Alles klar. Er wird das bestimmt gut machen. Wie viel Geld habe ich noch? Nur einen Dollar? Oh, vielleicht hänge ich den einfach an die Wand. Hier für dich, Tina. Dein Zimmer mag doch Müll. Hey, Matthew, sei nicht so gemein. Aber hey, ist schon okay. Ich schneide mir ein Stück vom Halm ab und mache dann etwas Heißkleber auf die Spitzen, weil ich daraus was basteln will. Siehst du, ich mache sechseckige Formen mit den Strohhalmen. Mit Wäscheklammern ein paar Fotos von Freunden angebracht und schon habe ich eine Dekoration. Ich hänge das hier an die Wand, damit ich es immer sehe. Wer will nicht gerne an schöne und glückliche Zeiten erinnert werden? Hm, mal sehen, er sagte, er wolle was Seltenes. Das sieht ziemlich selten aus, finde ich. Ihr Blumen kommt mit. Oje, oje, ist das hier angeklebt oder was? Ich brauche was Leichteres. Hey, der alte Typ ist doch gut. Lass uns gehen, Opa. Tada, ich habe dir ein seltenes Kunstwerk besorgt, wie du wolltest. Oh, hey, alles klar, das ist perfekt, hier wie besprochen. Mal sehen, wo ist ein guter Platz für meinen neuen Freund? Nee. Oh, auf dem Beistelltisch? Auf gar keinen Fall. Wo passt du hin? Warte mal, die Spielzeugkiste, das ist die Lösung. Ich hole nur dieses alberne Porträt hier raus. Jetzt kommt etwas Farbe auf den Rahmen. Und jetzt wird's Zeit für die Dinosaurier. Hurra! Halt still, Dino! Ich mach nur Kleber auf deine Beine. Du wirst mit deinen Freunden eingerahmt. Das ist ein Kunstwerk, mit dem ich zufrieden sein kann. Ich hänge es direkt neben das andere. Ha! Sieht gut aus. Wie findest du das? Ziemlich geil, wenn ich das mal so sagen darf. Wird Zeit, das Geld zu gewinnen. Wow, ihr beide habt euch für die letzte Etappe richtig ins Zeug gelegt. Matthew und Tina, dann wollen wir mal sehen, wer gewonnen hat. Ich hoffe, ihr habt den Koffer mit dem Geld nicht vergessen. Ihr habt beide gute Arbeit geleistet, aber gewonnen hat Matthew. Oh, ich hab gewonnen. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich gewinnen werde. Aber sei nicht traurig, Tina. Ich habe auch etwas für dich. Diese Kreditkarte ohne Limit, nur für dich.
Welches der beiden Zimmer ist dein Gewinner? Schreib es uns unten in die Kommentare. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für all die coolen Videos.